Dies ist die Griesheimer Düne, im Westen von Darmstadt gelegen. Ein Gebiet, das daran erinnert, dass nicht nur an der Nordsee und an der Ostsee Pinienwälder mit offener Steppenlandschaft existieren, sondern auch hier im Binnenland, besonders am Oberrhein. Und dieses Gebiet ist zwar kein Wald, aber dennoch ökologisch etwas Faszinierendes. Wir haben hier eine der höchsten Artenvielfalten überhaupt in Deutschland. Diese besonderen Sandlebensräume zeichnen sich dadurch aus, dass die Vegetationsbedeckung sehr gering ist und dass die Wildbienen zum Beispiel, besonders gefährdete Arten, die brauchen eben die im Boden nisten, brauchen diesen trockenwarmen Sand ohne Feuchtigkeit. In der Feuchtigkeit würden diese Tiere nicht vorkommen. Das Besondere an diesen Dünenstandorten sind diese vegetationsarmen Bereiche, frei von Stickstoff, von Dünger, die nie landwirtschaftlich intensiv genutzt wurden. Und durch die geringe Vegetation und die hohe Sonneneinstrahlung gibt es hier ganz besondere Insekten insbesondere, aber auch natürlich ganz besondere Pflanzen. Das ist ja oft ein Zusammenspiel zwischen beidem. Und ja, da gibt es dann ungefähr 200 verschiedene Wildbienenarten alleine, die hier auf der Griesheimer Düne vorkommen. Und das Gleiche gilt aber natürlich auch für andere Insektenordnungen wie Käfer und Heuschrecken, Schmetterlinge auch. Komplett umschlossen von Agrarlandschaft und die muss bewirtschaftet werden. Und für diese Bewirtschaftung werden heutzutage sehr viele Chemikalien eingesetzt. Das sind einerseits Insektizide, aber eben auch Pestizide, also gegen Pflanzen, gegen Insekten. Und beides gelangt mit dem Wind auch in diese Gebiete hier hinein. Das heißt, das hat unmittelbaren Einfluss. Und in der Summe wird heutzutage eben so viel an Chemie eingesetzt in der Agrarindustrielandschaft, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir zukünftig unsere Böden erhalten. Denn das Sterben findet auch im Boden statt und der Boden ist das Kapital für unsere Zukunft.